Wir besorgen uns heute gemeinsam eines der besten Schwerter im Spiel und davon trennt euch nur ein leichtes Schloss. Gleich vorab, ich würde mich wirklich freuen, wenn wir heute 200 Likes auf diesem Video schaffen. Das ist eine unglaubliche Challenge, aber drückt einfach mal die Daumen, darüber würde ich mich wirklich freuen. Konkret besorgen wir uns heute das Schwert des Heiligen Georg. Warum das Schwert des Heiligen Georg? Ja, es ist immer noch das beste Schwert des Spiels, aber dazu muss man natürlich sagen, das Ganze ist immer noch Ansichtssache bzw. Anwendungssache. Wo findet ihr das Schwert? Wir begeben uns nordwestlich von Ledetschko. Da ist so ein kleiner Wald. Und ihr seht den Punkt, wo ich gerade bin, da ist auch so ein kleiner Waldgarten. Super einfach zu finden und dafür werdet ihr super krass belohnt. Neben dem Schwert befinden sich da drin noch ein Brustpanzer und zwei Bücher. Lohnt sich auf jeden Fall. Der Würfel hier drin ist wirklich schlecht. Den solltet ihr wegschmeißen oder verkaufen. Warum ist das Schwert des Heiligen Georg meiner Meinung nach das beste Schwert des Spiels? Nun, es ist grundsätzlich eigentlich das stärkste Schwert des Spiels. Ich habe nur ein Schwert gefunden, was einen Schlagschaden von 75 hat. Das sind 3 mehr als beim Schwert des Heiligen Georg. Aber der Stichschaden ist halt niedriger. Und da ich persönlich sehr oft steche, ist das für mich definitiv nicht mehr das beste Schwert des Spiels, sondern eben das Schwert des Heiligen Georg. Das andere Schwert, von dem ich spreche, gibt es beim Schmied in Rathai. Könnt ihr euch auch nochmal anschauen, einfach zu kaufen und vergleicht das Ganze mal, ob sich das für euch lohnt. Für mich persönlich, wie gesagt, nicht. Das ist wirklich mein Top-Favorit hier, da ich auch sehr gerne mit Langschwertern spiele. Langschwerter haben die Eigenschaft, dass sie relativ schnell kaputt gehen und auch relativ schlecht für die Defensive sind, aber in meinem Fall ist meistens Angriff die beste Verteidigung, weil ihr einen Gegner schnell ausschaltet und es gibt eine bestimmte Fähigkeit, mit der macht ihr euch stärker, nachdem ihr den ersten Gegner besiegt habt, und zwar 50% stärker, und deswegen gehe ich immer richtig ham, gehe sofort rein, probiere den ersten Gegner auszuschalten und werde dann zu einer Tötungsmaschine. Wenn euch das Video weitergeholfen hat und ihr deswegen das beste Schwert des Spiels habt, dann honoriert das unbedingt mit einem Daumen nach oben, darüber freue ich mich wirklich. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Euer Fragnarz.